Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge ARK. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir landinwärts einen schönen Bauplatz erkunden und mal schauen, ob wir was finden, wo wir was basteln können. So, das ist eigentlich das Ziel. Hier reparieren wir mal wie die Doofen. Bop, bop, bop. Damit, das ist ja alles kaputt. Hier ist ja alles kaputt, da. Unglaublich. Gut, dass wir ein bisschen Zeugs dabei haben. Ansonsten, wie gesagt, wir sind, ja, das habe ich nicht gesagt. Wir sind Level 44. Krass, wie schnell das ging. Und, das ging eigentlich gar nicht schnell, ne? Haben ein paar Kristalle abgefarmt. Da hinten war ein blauer gerade. Den möchte ich gerne auch nochmal abfahren. Es wird gerade, glaube ich, Nacht, ne? Kann das sein? Hier ist unser Schränkchen. Den könnten wir mal ein bisschen vollpacken mit Kram, den wir gerade so nicht brauchen. So, 34 Plätzchen. Gammeliges Fleisch kann in der Tasche. Guck mal hier, die Zähne von Megalodon, die sind bestimmt auch ziemlich cool. Eine Flitsche. Die Speere habe ich ja gesagt, die will ich erstmal behalten. Pfeile. Eine Flitsche parat. Hier ein Ersatzwerkzeug haben wir gefunden. Wieso sind die Pfeile denn so seltsam gesteckt? Oh, warum haben wir denn so viele, ey? Hab ich doch gar nicht. Hier sind Stimberries, die kann man ja immer gut gebrauchen, wenn wir vergiftet werden. Freue ich mich drüber. Man lernt ja nie aus. Amarberry, weiß ich noch gar nicht, wofür die gut sind. Hier ist mal eine. Viel besser. Geht irgendwas hier? Gar nichts. Okay. Das Zeugs nehmen wir jetzt mit auf unsere Reise. Wir sind ja mit Lederrüstung ziemlich leicht. Ich hätte noch voll Bock, den Gili zu bauen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hier drinnen abgeht. Da wird noch ein bisschen Eisen geschmolzen. Kohle brauchen wir noch für Munition. Die Keule haben wir dabei. Die wiegt nur 2 Kilo. Alles klar. Der hier ist sehr schwer, der Speer. Momentan unsere einzige Waffe. Deswegen würde ich eigentlich sagen, ja. Du kannst weitermachen, Spiel. Danke. Dass wir uns tatsächlich nicht jetzt als allererstes das fette Rifle bauen. Das ist echt sehr teuer. Dass wir uns tatsächlich erstmal nochmal das Schwert bauen. Das fehlt mir jetzt eigentlich auch noch, ne? Warum finde ich die jetzt da nicht? Da. Und das kostet ja schon. Guck mal, ein Wut. Toll, jetzt habe ich Wut weggeräumt. Ein Wut. Wofür ist denn da ein Holz drin? Egal. Da. So, haben wir zwei. Oh, guck mal, das können wir auch nur wegstecken. Dann haben wir ein Wut in der Tasche. Und es wird dunkel. Sorry, Leute, ich vergesse immer, wann irgendwelche Uhrzeit hier ist. Weapons. Primitive. Melee. Sword. Das müssen wir natürlich nur da reinlegen, ist ja klar. Das Schwert gefällt mir einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ist ja sehr stark. Kostet aber jetzt auch ordentlich Metall. Verflucht. So, bist du da? Ey, komm her. Zapp. So, jetzt sind wir wieder mal einigermaßen bewaffnet. Ich equippe. Ich gehe auf Flatty. Und der blaue Kristall, der reizt mich gerade einfach. Wir müssen nur aufpassen, hier ist Gigantono unterwegs. Ich hoffe, es wird schnell wieder Tag. Mittlerweile habe ich schon den Cowboy-Hut auf Feuer. Ich habe geschnallt, dass es ein Skin ist. Hat ein bisschen gedauert bei mir. So, 9 Essen. Komm, ist alles auf. Da sind die 16 wieder drin. Trinken ist in Ordnung. Ich würde gerne ein Wasserglas machen, aber die sind sauteuer. Ist das ein Raptor? Ja, ne? Das ist ein Raptor. Mann, ist das ein fieses Gerät. So, Ausdauer gut. Flatty macht aber auch einen gut. Also der wird immer Level höher. Ich freue mich. Flatty hat ein Level up. Dann kümmern wir uns aber erst drum. Ach komm. Flatty kriegt mehr Gewicht zum Schleppen. Und wir gehen an diesen wunderschönen Kristall dran. Ein Wasserglas-Blueprint. Das hatten wir doch schon, oder? Das hatten wir doch schon. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, das hatten wir schon. Das war ja so teuer. Das war ja Zementing-Paste, Hide und Kristall. Okay, nur diese Zementing-Paste, die ist mir neu. Die weiß ich noch nicht, wie ich die bauen soll. Also da gibt es natürlich ein Rezept, das weiß ich. Das kann ich mir Punkte freischalten. Da ist ein gelber Kristall. Ich glaube, den darf ich noch nicht aufmachen. Es wäre natürlich schöner, wenn es jetzt Tag werden würde. Ne? Das würde mir auch besser gefallen. So, wo sind wir denn jetzt auf der Map? Wow. Da unten dieser Korkklumpen. Keine Ahnung. Will er rausrollen. Ich finde das cooler von der Ansicht her. Da hinten sind Vulkane oder sowas, ne?
So, was sagt ihr Ausdauer? Ja, ist schon mittlerweile ganz gut. Ein bisschen schleppen darf er jetzt ja auch schon, der kleine Piepmatz. Ihr habt geschrieben, ich soll diesen anderen Vogel da tamen. Der ist besser, der schleppt besser. Aber ich liebe doch mein Flatty. Flatty wird erstmal ein wunderschönes Zuhause, einen Ruheplatz bekommen. Und dann holen wir uns einen neuen Piepmatz. So, was ist das denn? Eine Schlange, oder? Ne, ein Skorpion. Die haben oben keine Augen, das ist gut. Dann sehen die mich nicht, wenn ich über die fliege. So, ich wette, dann darf ich noch gar nicht dran. Boah, eine geile Lichtung. Ich sehe was Kleines am Rumhüppen. Da. Scheiße, an den komme ich nicht dran. Nein, nein. Ich muss doch aufsetzen. Einfach mal loslegen. Oh, ein Skorpion. Der ist mir doch ein bisschen zu hart. Wartet. Der vergiftet mich auch. Drei. Wo bist du? Skorpi? Oh, Bronto. Was zu tun? Oh, sie sind ja Level hoch hier. Du hast Inventar. Du Blöder. Oh mein Gott, die haben alle Speere dabei. Interessant. Na gut, der Rest interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich wurde auch nicht vergiftet. Juhu! Das könnte doch mal ganz praktisch sein. Dann kriegt unser... Ach komm, wir gehen erstmal am Kristall dran. Wow. Para. Okay, er schreckt mich doch nicht so. Level 45. Verflucht. Da fehlt aber echt nicht viel. Raptor. Level 42. Hey, der Witzker. Wie geht's dir? Nein, den wollte ich doch gar nicht. Also es wird ein Level, dann dürfen wir diesen Kristall aufmachen. Kriegst mal frisches Fleisch. Wir müssen irgendwas killen, damit ich... Das ist wirklich nur noch ein Mikromüh. Da hängt ein Para fest. Da fehlt nur noch ein Mikromüh. Für das Level. Naja, ein Bronto will ich jetzt nicht killen. Das dauert zu lange. Da ist der Kristall auch weg. So, wie geht's dir, Piepmatz? Level 9. Den haben wir mit Level 1 bekommen. So lange habe ich geschafft, dass der noch überlebt. Ey, Hammer. Und das gerade ich noch. Der sich hier so ein bisschen dämlich anstellt, tatsächlich. Aber gelernt habe ich ja mittlerweile, dank euch. Aber auch richtig viel. Okay, habe ich einen Flitzebogen eigentlich? Ich habe doch... Oh, guck mal hier. Wir helfen denen. Spookies. Oh. Bringt ja gar nichts. Track Body. Wollte dir eigentlich helfen. Ja, das war's schon. Okay, zurück. Wir sind Level 45. Auf zum Kristall. Auf. Mann, das wird abenteuerlich heute. Das Schwert ist einfach nur geil. Oh. Ach so, dann muss ich erstmal was geben, ne? Komm, wir machen mal Gewicht. Dann bin ich auf Level 45. Oh. Ich bin vergiftet. Kein Problem. Kein Problem. Wo sind meine Bärchis? Sind die jetzt gerade gespoilt alle? Da. Nö, ich bin gar nicht vergiftet. Voll die Lüge. Was ist denn hier? Ameisen. So, jetzt aber. Ein Schalldämpfer und ein Blueprint für Metallwände. Sehr schön. Boah, ich schreck mich immer wieder zu Tode. Es wird Tag. Wir sind ziemlich gut dabei gerade, ne? Habe ich Prime Meat gerade gesammelt? Tatsächlich. Flatty. Kriegst mal ein bisschen Prime Meat. Mach damit was, was er willst. Und ein Schalldämpfer. Ja, was man hat, das hat man, ne? Gut, wo sind wir? Auf der Map. Das ist schon ziemlich zentral. Ich würde natürlich noch weiter gerne... Oh, wir sind jetzt zu schwer. Was ist denn jetzt zu schwer? Halt, weg damit. Ganze Fleisch weg. Brauche ich jetzt wirklich nicht. Also das kriege ich ja ruckzuck neu. Das war's eigentlich, ne? Wir sind eigentlich jetzt wieder fixer sein. Ja. Ich habe aber ein bisschen Bammel hier. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Gott sei Dank gibt es eine Map. Ohne Map wäre ich hier komplett aufgeschmissen. Oh, wie schön das hier ist. Oh, wie geil. Das müsste das Zentrum sein, ne? So halbwegs.
Wie irre. Vielleicht kommen wir doch noch zum Ausbau einer Ruine. Flatti, gib alles. Ist alles voller Ruinen. Und hier haben wir Wasser. Och, der Arme. Der ist da drauf gefangen auf der kleinen Insel. Ah, der kann ja schwimmen. Boah, wie das hier aussieht. Krass. Schade, dass man hier nicht so Kisten findet oder sowas. Das ist ja mal mega hier. Schildis. Hoffe, Flatti geht's da hinten gut. Nee. Das ist ja mal mega geil hier drin. Haben wir den Brom auch und sowas? Ein richtiges Dach über dem Kopf hat man aber nicht, ne? Gefällt mir hier sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da brauchen wir ja fast gar nichts mehr bauen. Schildis, Holz, alles da. Super. Und wir sind tatsächlich mittig, so grob. Ach, guck mal da, dieser kleine Zippel ist das da unten. Sendesan ist auch verbunden. Wo ist denn der Weg? Und es scheint doch einigermaßen friedlich. Was läuft da hinten rum? Raptoren, ne? Der Raptor macht wieder Ärger. Schöne Lichteinfälle. Sehr, sehr nice. Also muss ich sagen. Also hier bin ich doch ganz zufrieden mit der Ecke. Und hier kann man wahrscheinlich mit dem Bötchen auch hinkommen, ne? Ja, da könnten wir durch den Kanal tatsächlich das Hausboot hier parken noch dazu, um weitere Reisen zu tätigen. Flatti, ich glaube, wir haben unser Zuhause gefunden. Du bist nicht Flatti. Du bist Flatti. So, hier. Ruin, Ruin, Ruin. Wenn wir jetzt Steinfoundations bauen wollen, wir müssen ja auch Foundations bauen, so viel ich weiß, dann müssen wir natürlich sehr, sehr, sehr viele Ressourcen bauen, abbauen. Das ist natürlich hart. Das ist sehr hart. Was haben wir eigentlich jetzt an Pünktchen bekommen? 69 Punkte. Ja gut, 45 waren extra Level, glaube ich. Gucken wir einmal ganz kurz durch. Ihr habt mir geschrieben, dieses Zement selber hier, dieses... Ne, Stone Ceiling ist falsch. Hier Stone Foundation. Was ist denn Ceiling? Ist ein Dach, ne? Smitty. Was ist das denn nochmal? Bookshelf. Keine Ahnung. Irgendwas, was ich unbedingt haben will. Na, hier ist... Window Frame. Naja. Man sollte es nicht zu dolle verändern hier. Metall. Metallfundament, das wäre auch irre. Ihr merkt schon, ich will alles haben. Wir könnten einen ganzen Gilli auswendig lernen jetzt hier. Mit den Pünktchen, die wir haben. Ja, so gestampelt, macht aber nichts, lese ja eh. Der Gilli, der sieht bestimmt irre aus und der kühlt mich runter, habt ihr gesagt. Das ist auch ganz interessant. Metall, Schalldämpfer haben wir gefunden. Man findet ja Gott sei Dank auch einige Sachen. Was ist das denn? Ach ja, das sind die Rohre. Hier. Flak, boah, krass. Was ist das denn für eine Rüstung, ey? Aber dafür muss ich Chitin noch lernen. Ach du Jemine. Darf ich den Gili noch gar nicht lernen? Doch. Chitin kam dazwischen. So, hier ist Ende. GPS. Ein Boller wieder hier, aber diesmal aus Metall. Greenhouse Door. Wie cool ist denn das bitte? Flashlight für die Waffe. Irre. Industrieller Grill. 40 kostet der? 40 kostet der? Ich glaub's nicht. Hier, die Dache muss ich auch noch lernen, ganz dringend. Ich werde meine Punkte noch nicht investieren. Verflucht, ey. Ich bin immer so. Ich will immer, aber ich kann nicht. So, ja gut. Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes gucken. Blöd, Mann. Jetzt bin ich wieder total verfallen. Stone Foundation. Die erkennt man eigentlich ganz gut. Stone Foundation, Stone Foundation, Stone Foundation. Ich habe da schon mal eine gebaut. Da ist er. Gehält. Stone Wood Thatch. Sehr teuer. Noch mal eine aus Spaß jetzt hier hin. Halt, Stone kriegt man besser damit. Schöne Geräusche hier, wie an der Nordsee. Ziemlich geil. Überladen wir uns mal massiv.
Holz ist sehr schwer, Stein ist sehr schwer, keine Frage. Und da oben? Wir müssen mal oben gucken, ob wir da eine coole Landeplattform haben. Für die Vögelchen, die wir uns da alle tamen werden. So. Da müssen wir jetzt aber lang, ne? Wir sind schon fast überladen, oder? Und da fehlt noch Thatch, okay. Ja, wie immer. Irgendwas fehlt immer. Wir sind ganz schwer. Also, wenn ich jetzt bauen möchte... Da hinten hat mir es am besten gefallen, muss ich zugeben. Flatty, alles gut bei dir? Ich habe hier noch die Kommandos U, J, Y, T. Wenn ich jetzt T drück. Kommt er gar nicht. Muss man näher ran. Tatsächlich. Finde ich besser, wenn er mir hinterher eiert. So, hier gibt es einen Eingang. Den können wir uns richtig schick machen. Irgendwie werden wir den verfeinern. Oh, Flatty, Flatty, komm mal her. Ich übe das noch ein bisschen mit dem, mit den Pfeifen. Der, na gut, dann fliege ich da halt ein Stück dahin. Und hier drinnen hat mir das so gut gefallen. Ich dehydriere, das ist doof. Schnell die Bärchen essen. Die Steine stören natürlich jetzt, ne? Obwohl, hier ist Platz, keine Sorge. So, Crafting. Eine Stein Foundation, die sind so teuer. Das kann ich auch gar nicht alles in den Let's Play machen. Das ist auch viel zu viel. Aber sieht man ein bisschen schlecht. Na, das ist ja auch, das hat ja gepasst. Und jetzt an denen einfach mehr dran bauen und mehr, sodass hier das ganze Areal mit Stein ausgelegt ist. Wäre eine geile Idee, oder? Was habe ich denn jetzt? Ich muss einmal ganz kurz linseln. Gut, habe ich noch Stone und Set spielt. Das ist mir ein zweiter noch bekommen. Und dann haben wir eine richtig geile Ecke und hier wird alles reingebaut, was das Herz begehrt. Alles! Ich hätte heute arbeiten müssen und hab frei. Ich bin ein Verfüger. Das ist ganz geil. Hab ich Zeit für euch? Ich hasse das, dass immer was spoilt in der Tasche, ne? Aber das geht ja nie anders. Ich schlepp den Mist ja mit. So, hier ist aber alles nett, ne? Es ist nichts Böses am Rumeiern. Ah, schon, wollte ich gerade sagen, warum? Okay, darf ich jetzt hier runter? Ja. Ah, das können wir uns richtig schick ausbauen. Und dann natürlich noch, ihr gebt mir Mod im Tipps. Ich werde mir das alles nochmal angucken, natürlich. Mods selber habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit, muss ich zugeben, bei dem Spiel. Ich brauche die Setch, ne? Das habe ich Blödsinn gemacht. Reicht das denn für eine Foundation jetzt? Ja. Was gibt die denn an XP? Das sah jetzt schon so heftig gerade aus. Boah. Hey, der Witzker. So, dann laufen wir mal. Hier ist aber nicht warm oder kalt oder irgendwas. Hier ist alles super. Und es ist schon sehr aufwendig. Man müsste eigentlich mehrere... Ach Quatsch, mehrere bauen. Oh nö, ne? Warum kannst du da jetzt nicht hinsetzen? Da werden wir rausfinden. Ich hätte auch Holz machen können, aber Stein sieht einfach schöner aus. Sieht wirklich schöner aus, ne? So, was sagt das Crafting? Es fehlt wieder Stone, es fehlt wieder Thatch. Also, das wäre jetzt ein mega Hin und Her. Das mache ich offscreen, ohne Aufnahme. Wir machen einmal einen Ausflug nach oben. Und schauen mal, wie das da oben so aussieht hier. Hui. Oh, wir sind zu schwer. Das macht nichts, wir werfen den Mist raus. Komm. Drop. 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 Und Highspeed Peak Mats. Okay, noch ein bisschen höher. Wie hoch darf man überhaupt fliegen hier? So. Okay, von oben sind nicht so schön.
Also was heißt nicht so schön? Es ist schön, aber da ist nicht viel zu machen, ne? So, aber in der Ecke vom Alleredelsten, muss ich zugeben. Also sehr, sehr nice. Wir haben sogar zwei Etagen sozusagen, die wir ausbauen können. Wow. Ist ja gigantisch hier oben. Hol ich kurz. Das ist ja gigantisch hier. Platte Level 9 Defeat. Da hinten haben wir noch eine Ruine, also wir haben hier eine Menge Ruinen. Was war hier wohl mal für eine Zivilisation? Gibt es da eine Story zu? Ich glaube nicht, ne? Ich war so wie WoW, da gibt es ja auch für alle Scheiß eine Geschichte und Bücher. Da ist was Großes. Was haben wir da? Ist ein Dings, ein Bronto. Und da unten haben wir auch Sachen zum Tamen. Sehr schön. Au. Piepmatz hat's erwischt. Das Schwänzchen war im Weg. Uah. Gegen was kämpfst du denn? Das ist ein T-Rex, ne? Das ist ja fies. Das ist ja fies. Ein T-Rex macht doch mega Damage, oder? Jetzt ruckelt's aber. Oh. Hey. Hey, der Witzka. Ich hab so eine Idee momentan. Nicht runterspringen. Wo ist er denn? Da unten. Der ist ja Mords angeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Zwei. Da werde ich nicht viel mit reißen. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich Scheiße gemacht. J. Ja, ich hab's gemacht mit den Pfeifen. Ihr habt's gesehen. Ist er nicht tot? Ach, der kämpft immer noch gegen den. Ja, so ein Bronto hat Ausdauer. Bist du denn? Ach so, ein Para. Jetzt hier absitzen wäre dumm. Sitzt er immer nach links, nach rechts ab. Ich weiß, das ist eine blöde Idee, was ich gerade mache. Wo ist er denn? Na, bist du betäubt? Das reicht niemals. Zwei so eine Veilchen. Um Gottes Willen. Der will mich. Ich habe nur ein Mikromillizentimeter mich bewegt. Flatti, wo bist du? Komm her. Boah, den Damage. Ey. Ist ja fast so schlimm wie der Gigantono. Alter. Alles essen. Also den betäube ich mal nicht so ganz einfach, wie ich mir da dachte. Da brauche ich eine Menge Pfeile. Und dann auch so Feige vom Berg runter. Dann kriege ich den auch. Da Heidewitzka, der Kapitän. So, da wäre unser Zuhause, unser neues. Dieses Herzklopfen ist so schlimm, ne? Wow, voll die Plattform. Naja, voll die Plattform. Das war's mit der Plattform. Das ist hier wirklich wunderschön. Hat er mich jetzt einmal gebissen und ich bin so derbe. Aber immerhin bin ich nicht gestorben. Das ist ja schon mal etwas. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr schöne Ecke. Die will ich haben. Gehört mir. Fische, haut ab. Da unten haben wir einen, wie hieß der nochmal? Greifen. Wollte ich gar nicht. Wollte zoomen. Blödsinn eigentlich. Den nimmt der Helm immer im... Den fitters, also öfter. Das ist auch nicht so lieb. Ausdauer wird Mangelware gerade. Meine Energie erfrischt sich gerade wieder.
Boah, der T-Rex ist aber auch ein fieser Hund, ne? Vor allem, was der aushält. Hammer. Könnt ihr immer abhauen? Ich muss jetzt was machen. Ich muss. Geht nicht anders. Bin halt verrückt. Ihr werdet mir schreiben, Tim. Mit 10 Pfeilen kannst du es vergessen. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch recht haben. Aber der ist ja schon so schön angeschlagen. Vor allem habe ich jetzt gar keine Narkotiks mehr. Ne, heldenhaft. Oh, ihr sollt jetzt stehen bleiben. Das wäre. Fliegt überhaupt so weit der Pfeil? Fliegt gar nicht so weit. Weil der zappelt so dolle, ne? Was machst du da? Höre ich gerade bei euch? Ja, ich bin bescheuert, ich weiß. Es gibt aber keine schöne Mogelecke hier. Er sieht nicht wirklich angeschlagen aus, muss ich zugeben. Er isst einfach mal die Saurier hier auf. Ich hab's vergessen, wie die heißen. Kann man denn nicht absitzen und dann drauf stehen? Boah, nee, das wäre zu unfair. Ich teste das mal. Nee, der hüpft ja immer so doof runter, ne? Na klar. Ist so tief. Nee. Wollt mich angreifen, oder? Nee, der wollte mich nicht angreifen. Der ist voll lieb. Okay. T-Rex, wo bist du denn hin? Bist du zufrieden mit deiner Leistung, Dora Saurier? Da sieht man ja, der hat so einen großen Kopf und so kleine Arme. Das ist ein Arschloch. Da kann man schon ekelhaft mogeln, ne? Also, ich würde sagen, ist das ja KI. Upa. Beobachten wir den Lümmel mal. Was ist denn das da Rotes unter Wasser? Ich hoffe, dein Fernglas ist schöner. Das tötet er jetzt. Der tötet immer irgendwas, ne? Ah, da haben wir wieder so einen. Aber mit einem Rex hätte ich es doch geschafft, oder? Das hat keinen Sinn, hier doof rumzustehen. Oh, meine Narkos gehen kaputt. Wir sollten vielleicht doch anfangen mit einem ganz simplen Trike. Ist der jetzt tot, oder? Nee, der ist nicht tot. Boah, der ist aber angeschlagen, ne? Den könnten wir tamen. Bringt mir nur nichts, was soll ich mit so einem riesen Moped? Jetzt nur ein Trike finden, das betäuben. Mit Bärchis füttern, Fleisch füttern. Ich glaube, die sind Fleischfresser. Ja, bla bla bla. So. Ärgerlich mit diesem Speicher-Freezer hier immer. Ich sag mal Freezer zu, weil ich ein bisschen cool bin heute. Und da haben wir einen. Rechts von uns. Da ist alles lieb. Ja, aber der ist jetzt. Da müsste ja erstmal durchs Wasser wieder warten. Ja, das ist ja nichts. Hä? Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Der Fluss. Das lädt gerade mega. Uah! Wo führt er hin? Ausdauer. Hört sich auf jeden Fall geil an. Da einfach mal auf die Map. Das ist vielleicht einfacher. Nö, ist nicht einfacher. Da er hat eine Menge rum. Ach, wenn wir hier eingezogen sind. Was, ey? GTX 980. Geht in die Knie gerade. So. Und jetzt liegt dann was anderes. Das ist nicht eine Grafikkarte. Die brummt nicht mal. Ich höre sie nicht mal. Der einzige Trike, den ich gerade sehe, ist tatsächlich der da. Aber auf einer einsamen Insel. Einsamen Insel. Lassen wir den, obwohl wir können den ja befreien sozusagen damit, ne? Müssen wir gucken, welches Level der ist. Ja, du sollst landen.
Hallo Trike, mein Name ist Tim. Ich würde dich gerne besitzen. Ach, wie viel. Ist er eh nur ein Farmvieh? Okay, tolle Idee gewesen, aber ich habe nichts zum Betäuben. Flotti. Muss man ein bisschen was kredenzen. So, tut mir leid, Dodo. Ja, tut mir auch bei dir leid. Aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja, ist der überhaupt Fleisch oder ist der Bären? Ich weiß es gar nicht. Ja, dann kannst du ein paar Bären haben. Ja, mal testen. Was er weg. Oh, er frisst Bären. Okay. Dodos sind umsonst gestorben. Oh, grüner Kristall. Okay, der kommt gerade erstmal runter, ne? Das dauert dann mal seine Zeit. Aber mit dem hier kann man jetzt nichts farmen, ne? Hätte ich mal meine Narkotiks nicht alle vergurkt. Du Held, ey, ehrlich. Ich hätte mal mit dem Boot hier hinfahren sollen, nicht fliegen. Aber fliegen wir einfacher. Oh Gott, keine Narkotiks. Da. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen was zum Craften hier. Hier ein Stein. Ne, zwei sogar. Ich glaube, er geht ganz schnell, so ein... So ein Trike, den kriegen wir ganz schnell ge... Oh oh, ah ne, Spookies nur. Mit der Axt. Ohne Probleme. Nein! Nicht machen. Da unten ist mein... So, die einzelne Mission, sehen wir da Trike sogar liegen. Sehr cool. Und der wacht gleich auf. Von meinem Glück. So lange rumeier hier. Aber Narkos sind so schwer zu finden. Was hat der Kristall? Der ist nur unterwegs, ne? Aber das ist wohl das schönste Zuhause, was man hat. Ich glaube, das haben total viele genommen als Zuhause. So, jetzt kriegst du von mir Bärchis, sonst tame ich dich ja sowieso nicht. Nett, dass der auch noch dieses gefährliche Ding, dass der noch Bären ist, ne, ist eigentlich ein Ding. So, ist es. Okay. Muss mich ein bisschen weiter rum kümmern. Da ist der grüne Kristall angekommen. Den holen wir uns aber trotzdem. Mit Flutty ist das irgendwie gar kein Problem mehr. Man hat das Gefühl, man kann einfach überall hinfliegen, ohne großes... Aber Flutty kann auch ganz schnell sterben. Das ist... Ach, da, guck mal, da waren auch noch Trikes, logisch. Hab ich vorhin schon gesehen. Oh, geil. Also, mehr Glück kann man ja wohl nie haben, ne? Mehr Glück als Verstand. Der Rest interessiert mich momentan noch gar nicht. Bären könnte ich noch ein paar gebrauchen. Wow, lauf zu ruckeln. Und dann ist die Sache safe jetzt mit dem. Das ist wirklich Sauglück. Hör auf. Ich schnapp mir das mal, damit der hier weg ist. Sonst fliege ich da bestimmt 5 Mal noch hin. Und wieder erschrocken. So. Ein bisschen überladen sind wir jetzt. Da können wir mal gucken, was wir rauswerfen können. Zum Beispiel das hier. So. Auf geht's. Tamen wir uns einen Trike. Guck mal, er ist rübergekommen. So ein Para. Ist rübergeschwommen. Ist ja irre. So. Das geht ab hier. Das geht ab. Du kriegst von mir nochmal, das nehmen wir uns zurück, obwohl da drin hält's besser, glaube ich. Ach ja, deswegen habe ich die nicht gesehen, weil die da drin sind. Strikey.
wird betäubt. Und das dauert jetzt einfach. Ne? Wir müssen einfach nur abwarten. Unser Farmy Trikey. Farmy wird er heißen. Und da wird unser Zuhause entstehen. Richtig, richtig cool. Mit allen möglichen Fackeln und. Das ist noch ein Grüner. Kommt der noch? Oder ist er schon? Ne, der kommt da, ne? Ist der das da? Okay. Ich glaube, für heute reicht's. Wir gehen noch mal, einmal noch mal dahin. Ah ne, da oben ist er, jetzt sehe ich ihn. Jetzt erledigt. Lande. So. Ah, nicht im Wasser, du Blödmann. Zwei Pfeile hat mir das gekostet jetzt. Komm zurück. Müssen unglaublich giftig sein, die Dinger, die ich da verballer. So. Da haut sich ganz schön was rein. Trikey. Aber ist ja auch ein dicker Typ. So, da landet der. Den holen wir uns jetzt. Wir sind, glaube ich, soweit gut hier mit dem Trike beschäftigt. Dann machen wir auch Schluss für heute. Mal gucken, was da so Schönes drin ist. Vielleicht habe ich ja mal Glück, wieder einen Riesensatz Narkopfeile. Die sind aber auch sehr teuer in der Herstellung, muss ich sagen. Und dann holen wir unser Boot. Ist das eine Schlange? Nein, das ist ein Kaki. Oder? Das ist meiner. Weg da, Kaki. So, ein bisschen Sekunde warten. Dann kommt er auch. Da ist er. Eine Lederrüstung. Eine neue jedenfalls. Finde ich gut. Was hat er jetzt mit der alten gemacht? Ist so schwer, um Mut zu schleppen. Skin. Ich würde gerne den Skin behalten. Geht wohl nur einmal. Dann auf Wiedersehen, Skin. Cheat. Ja, alles läuft. Wir wollen auf jeden Fall... Na, eine ganze Lederrüstung. Komisch eigentlich. Trikey. Da geht die Sonne wieder unter. Also ich kümmere mich jetzt um Trike. Wenn Trikey fertig ist, ja, dann ist er fertig. Nein, dann ist er in der nächsten Folge, ist er auf jeden Fall fertig. Lande! Wie sieht's mal dir mit Essen aus, mein Dicker? Blödsinn. Ich würde lieber, dass du da sitzt. So, kann auch oben drauf öffnen. Ach guck mal, perfekt, ist ja noch genug da. Hier kriegst du noch mehr. Trikey wollte das ja nicht. Ist schon fast bei der Hälfte. Krieg noch ein paar Bärchis. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Trikey.